Mädchen. Mädchen. Allein. Allein. Erschrocken. Erschrocken. Genial. Witzfigur. Irre. Irre. Du bist irre. Lächerlich. Lächerlich. Verzeihung, ich will nicht stören, aber Sie sind jetzt soweit. Zu was? Zu was? Zu was denn? Sie sind soweit. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Echt jetzt? Nicht einen Moment. Nicht einen einzigen. Könnt ihr euch bitte mir gegenübersetzen, damit ich euch beim Lesen besser sehen kann? Tja, Felix, wir haben vielleicht unterschiedliche Arbeitsmethoden. Aber einig sind wir uns darin, dass Kinder zu haben unwichtig ist. Lesen wir, ja? Klar, los geht's. Das Telefon klingelt. Es ist 23:30 in der Nacht. Pedro schaut auf die Uhr und nimmt ab. Hallo. Am anderen Ende hört man eine Männerstimme. Pedro kriegt mit, dass es ein Polizist ist, also sagt er. Guten Abend. Mit wem spreche ich? Noch einmal bitte. Wie jetzt? Das guten Abend, noch einmal. Guten Abend. Noch einmal. Guten Abend. Nochmal. Guten Abend. Noch einmal. Guten Abend. Noch einmal. Guten Abend. Machen wir weiter? Nein, machen wir nicht. Es sitzt noch nicht. Ich bin in der Lage, 100.000 Dinge gleichzeitig zu tun und verliere dabei niemals den Überblick. Selbst im Chaos sehe ich mir aber dieses absurde kindische Gehabe zwischen euch an. Habe ich das Gefühl, mir haut einer mit einem Hammer auf den Kopf. Davon kriege ich sowas wie ein Blackout. Scheiße nochmal, ihr kennt mich doch inzwischen gut genug, um zu wissen, wie super sensibel ich bin. Ist das ein Geschenk? Ja. Geht's mir damit schlecht? Ja, mir geht's sehr schlecht damit. Was soll das Getue nach dem Motto, wer hat den längsten und wer ist der größte Macho? Entschuldige, aber Lola, was mich betrifft, stimmt das überhaupt nicht. Glaub mir. Ich bin jetzt 80 Jahre alt. Ich will was Bleibendes schaffen. Den besten Film aller Zeiten. Einen Film? Nur mit den Besten. Lola Cuevas, die Regisseurin. Sie ist ein kleines bisschen speziell. Irre. Irre. Ivan Torres und Felix Rivero. Sind Sie die Besten? Wie kann ich das jetzt erklären? Ich wünsche dir viel Glück, mein Lieber. Das wirst du brauchen. Ivan ist der Maestro der Schauspielkunst. Und Felix ist ein Star, ein internationaler Filmstar. Habt ihr eigentlich Kinder? Ja. 5. Alle von derselben? Ja, ja. Alle von dem hier. Sie wählen für ihr Leben unterschiedliche Wege und werden dann durch ein zufälliges Ereignis zur Konfrontation gezwungen. Du Idiot! Ignorant! Elende Missgeburt! Sagt der Jüngere, der für Geld alles tut. Genau wie du, allerdings für weniger als ich. Nein. Was? Nein, 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 nein. Geh mir nicht auf den Sack! Ich sehe schon vor mir, wie man uns den Oscar überreicht im Dolby Theater. Meine Herren, das war eine Übung für das Ego. Geklüngisch Mistig! Bin soweit. Ich arbeite nicht wirklich zum ersten Mal mit so einem Idioten. Moment, ist nicht vorbei, ja? Das Ende kommt noch.